Einen wunderschönen guten Donnerstagmorgen wünsche ich euch. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg in eine sehr monumentale, na, wie sagt man das? Sentimentale. Das auf jeden Fall. Wir fahren jetzt in einen sentimentalen Ort. Und zwar habe ich heute Geburtstag. Könnt ihr gleich mal alle in die Kommentare den YouTube-Algorithmus verstärken und mir gratulieren. Also einmal kann man das ja nutzen. Auf jeden Fall fahren wir jetzt ungefähr 200 Kilometer in meine alte Heimat. In meine alte, alte, ganz alte Heimat. Und wir werden heute ein YouTube-Video machen, das für mich einen persönlich hohen Stellenwert hat. Und zwar fängt ja jeder mal das Trainieren an. Bei mir war das damals mit 14 im Fußball. Und ja, das war im Fußball der kleine Kraftraum vom FC Dingolfing. Und ja, da haben wir mit der Stadt telefoniert, beziehungsweise die liebe Frau hinter der Kamera hat mit der Stadt Dingolfing telefoniert, dass das klar ist, dass wir da heute quasi den Kraftraum aufgesperrt bekommen und da drin trainieren können. Das ist eigentlich der eigentliche Grund des heutigen Videos, dass wir dahin zurückgehen, wo das Ganze vor circa 12 Jahren angefangen hat. Also in dem Raum hat alles begonnen. Da habe ich die ersten Hanteln in meinem Leben in der Hand gehabt. Und vor allem, was noch cooler ist, der Trainer, der damals mein Fußballtrainer war, der war damals als Spieler schon recht erfolgreich. Der hat bei Greuther Fürth, bei 1860 München als Spieler schon gespielt. Und mittlerweile ist er ziemlich hoch aufgestiegen im Trainerbusiness. Das heißt, er ist jetzt, ja, erst hat er die Nürnberger Jugend vom FC Nürnberg, ersten FC Nürnberg trainiert, da wo ich jetzt auch wohne. Dann ist er zu Augsburg gewechselt, hat da die Profis trainiert und jetzt trainiert er aktuell die Profis vom VfB Stuttgart. Das heißt, er ist mittlerweile, kann man schon sagen, ein etablierter Profitrainer in der Fußball-Bundesliga. Und der kommt heute auch vorbei. Also der besucht uns auch, der kommt um 12 Uhr auch kurz am Studio vorbei, beziehungsweise am Kraftraum. Ich weiß ehrlich gesagt noch gar nicht, was mich da drin erwartet. Ob da noch alles so ist wie vor 12 Jahren oder ob da jetzt mittlerweile neue Geräte drin sind. Ob da vielleicht mehr Geräte drin sind. Ob es vielleicht viel weniger Geräte sind, wie ich eigentlich persönlich denke. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr, was da alles drin war. Ich weiß, dass ich da einen Schlüssel hatte früher. Jeden Tag, wirklich jeden Tag da reingefahren bin und ja, einfach trainiert habe. Und jetzt fahren wir noch circa eineinhalb, dreiviertel Stunden. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns vorm Kraftraum wieder. Meine alte Verwirklichungsstätte, jetzt sind wir schon angekommen. Am Dingolfinger Fußballplatz, Stadion. Das ist übrigens der Platz da, war der, wo ich immer allein trainiert habe. Also ich bin hier immer quasi, wir haben hier zwei, dreimal in der Woche trainiert. Und an den anderen Tagen bin ich immer hierher gefahren mit meinem Fahrrad damals noch und habe dann selber trainiert. Da habe ich mir dann immer hier unten, geht es runter, da ist das Lager und da habe ich mir dann meine Hürden aufgebaut. Die habe ich mir dann immer hier aufgebaut mit einer Bierbank und habe da meine Sprungtechnik versucht zu verbessern. Und habe dann Sprints gemacht, Abstöße. Das war schon cool. Wann warst du das letzte Mal hier? Ohne Spaß, ich war das letzte Mal jetzt hier vor Ort vor circa 12 Jahren. Krass. Ich bin danach nie wieder hierher gefahren. Nie wieder. Hat sich so irgendwie was verändert? Nein, das ist genauso wie früher. Cool. Da oben sind die ganzen Umkleiden. Mhm. Und das war eigentlich so immer der Trainingsplatz, der hier gleich ist quasi. Und dahinter haben dann die wichtigen Spiele stattgefunden. Im Winter haben wir vorne am Kunstrasenplatz gespielt. Ja, das war eigentlich so die Trainingsstätte. Da vorne ist Vereinsheim vom FC Dingolfing. Das war damals auch ganz, ganz frisch. Also das ist quasi erst neu eröffnet worden, kurz bevor ich aufgehört habe. Und hier bin ich echt viele, viele, viele Stunden habe ich hier verbracht. Eigentlich genauso, wie es jetzt im Bodybuilding ist. Also genauso engagiert. Und genauso zielstrebig habe ich eigentlich da an dem Platz immer versucht quasi zu arbeiten. Schon mit
Boah, wann bin ich? Ich glaube, mit 10 habe ich hier hingewechselt. Und ja, bis 15 habe ich dann quasi hier gespielt. Und was war damals dein großes Ziel? Fußballprofi werden. Ich war also für alle, setzen wir uns mal hin, für alle, die es noch nicht wissen, was eigentlich so bei mir vor dem Bodybuilding war. Ich hatte angestrebt, eine Fußballkarriere zu machen, also quasi ja, Profifußballer zu werden. Ich war auch bei verschiedenen Profivereinen immer wieder im Training. Ich war zum Torwarttraining immer beim TSV 1860 München einmal in der Woche. Ich war oft bei Greuther Fürth im Training. Beim 1. FC Nürnberg war ich auch, wo ich jetzt auch wohne. Und bei Dynamo Dresden habe ich mehrere Wochenenden verbracht. Und so ja, habe ich mich versucht, damals schon Stück für Stück da irgendwie reinzukämpfen. Aber ja, ich will jetzt noch gar nicht zu viel vorwegnehmen, weil mein alter Coach, glaube ich, kann da mehr drüber sagen wie ich, was damals vielleicht mein Fehler war. Aber ich glaube, ich habe das Ganze einfach zu ernst und verbissen gesehen. Und das ist im Bodybuilding ja auch oft der Fall, wo ich sage, manche Athleten sind zu engstirnig, machen sich zu viel Stress um die Kleinigkeiten und vergessen dann quasi ja einfach mal ein bisschen mehr Spaß an dem Ganzen zu haben. Und das war, glaube ich, auch das Problem damals bei mir. Ich habe mir immer selbst so einen Leistungsdruck gemacht, dass ich quasi ja dadurch immer ein bisschen gehemmt war. Und das ist dann irgendwann auch das Problem, vor allem wenn man noch so jung ist, wie es ich damals war, dass man das vom Druck her irgendwie nicht packt. Und wenn es dann quasi an der Hürde zum letzten Schritt scheitert, gibt man auf. Also sowas war damals bei mir. Ich habe von heute auf morgen aufgehört mit dem Fußballspielen. Das war meine große Leidenschaft. Und wie gesagt, ich war jetzt 12 Jahre nicht hier. Ich habe seitdem auch keinen Ball mehr am Fuß gehabt. Also ich bin jetzt auch keiner, der wo jetzt irgendwie sagt, ich bin jetzt irgendwie in der Freizeit noch ein paar Mal kicken gegangen. Ich habe wirklich nichts mehr gemacht. Absolut nichts mehr. Normal müssten wir es machen mit Michael später, wenn er kommt. Müssten wir normal ein paar Bälle aufs Tor schießen. Und ich stehe drin und versuche, was ich noch kann. Das wäre eigentlich auch lustig. Und hier, wenn man nach unten geht, genau hier, genau da, habe ich entweder mein Fahrrad geparkt oder ab meinem 15. Geburtstag mein Roller, der ist dann immer hier gestanden. Das war mein Parkplatz. Und dann bin ich immer hoch und habe trainiert. Also übrigens, das sind von meinem damaligen Wohnort ca. 12 Kilometer. Und hier bin ich quasi 12 Kilometer einfach hierher gefahren, habe trainiert. Dann habe ich die 12 Kilometer wieder quasi auch nach Hause fahren müssen. Und so war das dann quasi Tag für Tag. Wo ich dann einen Roller hatte, war das Ganze ein bisschen einfacher. Der Roller war aber leider nicht der fresheste. Deswegen habe ich den auch oft schieben müssen. Aber auch das hat bestimmt einiges an Muskelzuwachs gebracht, wenn ich dann den Roller über 10 Kilometer wieder nach Hause geschoben habe. Und jetzt gehen wir mal quasi hier zum Fitnessraum. Oh mein Gott. Es wird Licht. Und hier, liebe Freunde, habe ich zu trainieren angefangen. Hier habe ich die allerersten Hanteln bewegt. Die allerersten Gewichte, hier diese SZ-Bank. Ich schwöre es euch, 10 Kilo waren damals echt schwer. Bin ich damals schon immer genau mit dieser Stange, da sind wahrscheinlich sogar noch meine Fingerabdrücke drauf, habe ich hier meine Curls gemacht. Und ich weiß noch genau, das Reinlegen da, wie oft ich mich da eingezwickt habe. Also echt, die guten alten Scheiben. Genau solche Scheiben, dann wisst ihr jetzt eigentlich auch, warum ich so ein Oldschool-Fan bin. Hier habe ich das Trainieren angefangen. Und wenn man da mit sowas eine gewisse Leidenschaft quasi zu dem Sport entwickelt, dann ändert sich das nie wieder. Deswegen habe ich so eine ja, Verbindung mit Oldschool-Studios und familiären Studios, wo man einfach, sage ich mal, ja, echtes Eisen hat. Mein Radio, das war übrigens immer mein Standard. Ich habe hier das Fenster aufgemacht. Dann habe ich auch immer gesehen, was draußen abgeht, während der Pause, geschaut, was los ist. Wenn dann zum Beispiel ein Spiel war beim FC und da ein Haufen Fans gekommen sind, die da zugeschaut haben, habe ich die immer beim Reingehen quasi zugeschaut, während meinen Satzpausen. Mit meinem Radio habe ich ganz normal ein Radio gehört und dann habe ich trainiert. Auch das war alles genauso da, wie es früher ist. Exakt die gleichen Geräte. Auf der Bank habe ich das allererste Mal in meinem Leben 100 Kilo gedrückt und ich weiß noch, das war ein Kampf. Das war ein Kampf,
diese fucking 100 Kilo zu bewegen. Ich war damals noch nicht mal 16 und habe es geschafft damals. Also ich war noch nie mal 16 und habe schon 100 Kilo gedrückt. Hier sind jetzt 30, 60, 80 Kilo drauf. Komm. Komm. Das muss jetzt sein. Da haben wir. Da holen wir jetzt zwei Zehnerscheiben und machen wir es gleich mal. Machen gleich mal hier 100 Kilo Bankdrücken. Mhm. Ah, wie tief das noch ist. Hey, und ich weiß noch ganz genau, wie ich da oft abgekackt habe. Wie ich zum Beispiel, ich war ja ganz allein hier, habe dann hier Rekordversuche gestartet und ich habe es halt einfach nicht geschafft. Dann hängst du hier ganz allein mit dem Radio, so an, schöne Musik. Und hängst hier und kriegst das Gewicht nicht mehr hoch und denkst dir, was machst du jetzt? Dann rollst du das Gewicht so über den ganzen Körper nach unten, über den Oberschenkel und versuchst das irgendwie runterzukriegen. Aber es ist ja verdammt schwer. Und dann war schon alles voller Blutergüssen bei meinen Oberschenkeln damals. Und es war aber trotzdem, es war cool irgendwie, es hat Spaß gemacht. Also ich habe mich jetzt irgendwie nicht davon beirren lassen, dass ich das Gewicht jetzt eventuell nicht schaffen könnte. Also ich habe es einfach gemacht. Und dann, wenn es halt nicht geklappt hat, hatte ich halt ein paar Blutergüsse. Aber das war damals genau meins. Also, ja, jetzt schauen wir mal genau an dieser Bank. Vor circa 10 Jahren, das erste Mal 100 Kilo. Ach ja. Ach ja. Ach. Einmal, jetzt ist 20 Mal locker, hat sich einiges getan. Ich habe ungefähr übrigens circa, boah, lass mich lügen, 50 Kilo mehr als ich damals hatte. Also früher war ich echt noch ein kleiner Junge, früher habe ich noch einen Sack gekriegt, weil wenn man hier die Gewichte abräumt und die Stange außer Acht lässt, dann kippt das Ganze mal ganz schön. Deswegen hat man auch hier ein paar Dellen im Boden. Das waren unter anderem bestimmt ein paar Dellen von mir, weil ich das nicht abgecheckt habe. Habe dann auch echt mal eine auf den Sack gekriegt und fast eine Woche Gymverbot gekriegt. Aber ab dem Zeitpunkt habe ich mich dann natürlich zusammengerissen und habe das anständig gemacht. Auch an dem Latzug, weiß ich noch echt, wie viel Zeit ich da verbracht habe. Sind auch echt noch diese gleichen, die Bänder da, diese Klebebänder. Auch die waren da früher schon dran. Oh, wie sich das anfühlt. Das sind echt gute Geräte eigentlich. Das weiß ich, die laufen auch rund. Jetzt weiß ich, warum das damals auch alles so gut funktioniert hat. Ich hatte alles da im Endeffekt. Abduktoren, Adduktoren, eine Hackenschmidt, eine Beinpresse, ein Beinbeuger im Liegen, ein Beinstrecker, eine Wademaschine. Hyperextensions habe ich auch gerne viel gemacht. SZ-Curls, Crunches, habe ich auch viel Bauch trainiert damals, das weiß ich auch noch. Oder halt eben Schrägbankdrücken. Bankdrücken war so meine Hauptaufgabe damals. Ja. Auf jeden Fall machen wir da heute ein Armtraining, aber jetzt werden wir erstmal meinen damaligen Trainer interviewen. Der kommt jetzt auch gleich vorbei, in 10 Minuten. Dann schauen wir mal, was der so zu quatschen hat und dann trainieren wir eine Runde Arme. Also wir haben jetzt hier meinen damaligen Trainer, den Wilmar Michael, mittlerweile Profitrainer, Co-Trainer beim VfB Stuttgart, oder? Ja, genau. Richtig, richtig cool. Wir haben uns jetzt, glaube ich, 10 Jahre angesehen. Haben wir jetzt gerade festgestellt, 10 Jahre. 10 Jahre vorher habe ich noch mit ihm quasi als 15-Jähriger in der Fußballmannschaft ja immer seine Nerven strapaziert. Weil ich halt immer, ich war halt früher im Fußball schon einer, der wo quasi immer ja, viel Aufmerksamkeit vom Trainer brauchte. Und da hätte ich gleich mal die erste Frage an dich. Was denkst du, ist das Wichtigste im Fußball, dass man überhaupt hochkommt? Dass man quasi die Jugendzeit übersteht, wenn man das Talent hat quasi, wenn man jetzt eigentlich alles mitbringt als Fußball. Und was ist das Wichtigste, dass man nicht irgendwie scheitert auf dem Weg? Das wird bestimmt auch viele Leute interessieren. Ich glaube, du hast
trotzdem schon extrem viel mitgebracht. Du warst extrem ehrgeizig, ja, du warst fleißig, du hast immer versucht, an dir zu arbeiten. Und das sind Komponenten, glaube ich, die wichtig sind. Was ganz wichtig ist, hast du auch gerade selber gesagt, das ist so Umgang mit Druck, der natürlich dann irgendwann kommt, wenn man das Ganze, ja, wenn es ein bisschen höher raufgeht, wenn es ein bisschen professioneller wird. Entscheidend ist, dass man den Spaß nicht verliert, finde ich. Und entscheidend, dass man trotzdem für sich dann selber, wo wir auch gerade geredet haben, irgendein Rezept findet, wie man mit dem Druck umgeht, wenn man nicht gerade irgendwo in der Nähe einen Mentor hat. Vielleicht ist der Mentor das Rezept und dann einfach nicht aufgeben, sondern dranbleiben. Und dann habe ich selber gelernt, dann gibt es Momente, da passieren Fehler und dann ist der Umgang mit dem Fehler das Wichtigste, weil du musst den Fehler akzeptieren, weil nur dann lernst du daraus und verbesserst dich. Ja. Und jetzt die nächste Frage, die habe ich gestern schon lachen müssen, wo ich die gesagt habe. Was denkst gespannt, du, ey. Wenn ich nie das Fußballspielen aufgehört hätte, wenn ich jetzt quasi weiterhin durchgezogen hätte, was denkst du, wäre die Liga, wo ich heute spielen würde? Boah, das ist brutal. Das ist eine brutal schwierige Frage, weil in dem Job gehört einfach so viel Glück dazu. Ja. Und ich weiß nur damals, wie wir, du hast ja einmal, deine Kollegen waren dann und da kam ein Angebot von 60 und da kam man von Nürnberg und du hast genau, bei dir haben wir auch immer versucht und irgendwie hat es aber, ich glaube immer meistens wegen der Kress, gell? Irgendwas war. Entweder das, genau, oder halt kein Internatsplatz, sondern du musst eine Wohnung nehmen und dann war das finanziell bei uns irgendwie nicht so machbar. Und ich war ja eigentlich überall, bei Dresden war ich damals, bei Greuther Fürth war ich oft, bei 60 im Torwarttraining immer. Und dann war es ja selber, um einen Internatsplatz dann irgendwo als Torwart zu kriegen, das ist natürlich schwieriger, weil du vergibst einen Internatsplatz nicht für einen Keeper, sondern eher für einen Stürmer meistens oder was weiß ich was. Und also deswegen ist es schwer, die Frage zu beantworten, aber ich glaube, und davon bin ich überzeugt, dass Fleiß und Talent und Qualität sie dann irgendwann immer ein bisschen durchsetzen. Von daher glaube ich, dass du auf alle Fälle ein bisschen Brötchen damit verdienst, Kinder. Wie hoch das wirklich ist, keine Ahnung. Wahrscheinlich hätte ich mehr verdient wie Bodybuilding. Da ist leider echt nicht gut. Das kann ich nicht sagen, aber mit Sicherheit hast du ein bisschen was finanzieren, Kinder. Ob das dann, wie hoch das dann wirklich ist, keine Ahnung. Oh! Meine Nummer 1. Eine Autogrammkarte. Mit einem coolen Text. Also diese Autogrammkarte kriegt einen Ehrenplatz im Studio. Definitiv an der Wall of Fame. Richtig cool. Ciao. So, mit dieser Karte schließen wir dieses Video auch ab. Es wird ein Video sein, das ich mir gerne nochmal anschauen werde. Und jetzt packen wir die Trainingssachen und bewegen uns in den Kraftraum. Und dann trainieren wir eine Runde Arme, aber wie gesagt, das Ganze beim nächsten Video. Wenn ihr mich unterstützen könnt, wisst ihr, wie ihr das machen könnt. Tasche ist eingepackt. Ab geht's. Wir sehen uns beim nächsten Video.